Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play Dark Souls 3. Wir wollen noch ein paar Boss-Tries versuchen. Ja, Boss-Tries versuchen, das ist das korrekte Wort. Und schauen, ob wir ihn vielleicht diesmal sogar schaffen könnten. Das wäre ja mal was. Nerven, Kollege. Immer schön brav rennen, immer schön brav rennen, immer schön brav rennen. Bam, 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 bam. Ne? Immer gut merken, dieses Lied müsst ihr merken, euch, damit ihr bei dem Bossfight hier Erfolg habt. Und auf jeden Fall auch merken, dass man die Aufzüge, ich wollte gerade Elevator sagen, wieder hochschickt. Ist auch sehr wichtig. Ich dachte vielleicht an dem Altar irgendwie was beten oder so, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt mal spontan eigentlich sagen, dass, weil die alle, also weil das so Curse-mäßig und Dark-mäßig ist, dass die vielleicht einfach, lässt du mich bitte meine Seele noch mitnehmen? Nice, danke. Dass die vielleicht einfach mit Lightning Damage da am besten, so Miracle, also Faith Schaden, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, mit einem Stärkebild hat man es ja am einfachsten. Oh, wenn man einfach so ein fettes Schwert nimmt. So ein Breitschwert oder so ein Shit. Ich mag ja immer das Bastardschwert eigentlich ganz gerne vom Moveset. Wow. Fuck. Lieber nochmal heilen. Da kommen die schon. Okay, da kommt der Orb. Ein Orblein geflogen, setzt sich nieder auf den Schoß und tötet mich. Okay. Satz mit X war wohl nix. Das war aber einfach nur doof, dass ich den Orb nicht, dem nicht ausgewichen bin. Ein Schlückchen Apfelsaftschorle bringt das bestimmt wieder ins Lot. Es gibt wenig, was Apfelsaftschorle nicht wieder ins Lot bringt. Könnte man glauben. Ups. So. Dieses schnieke Schild auf meinem Rücken brauche ich eigentlich auch nicht für den Fight. Vielleicht würde es sich echt lohnen, da mal ein bisschen mit den Stats zu spielen. Und Schild und Bogen und sowas auszuziehen, um halt Gewichtszulage zu bekommen und dann irgendwas anzünden, was mir mehr Resistenz gibt. Glaube, das wäre insgesamt fast sogar die beste Lösung. Weil ein Schild werde ich eh nicht benutzen. Also ziehen wir den mal aus. Die Fackel können wir wegmachen, das können wir wegmachen. Können wir hier irgendwas Fetteres anziehen? Und hier auch. Haben eben noch diese. Okay, Northern Trousers. Noch irgendwas Cooles. Vorne Night Helm. Sieht ja schon ganz anders aus. Kriegen wir, glaube ich, auch ein bisschen mehr. Ich wollte nur meine Seelen noch mitnehmen. Okay, da hinten. In der Meute drin. Müssen wir die Herde mal ein bisschen ausdünnen. Nein. Aua! Fucking Hypo-Armor, du Penner. Nerv mich doch mal. Ja, diese fetten Viecher nerven mich echt unheimlich. Der Rest, die staggern halt extremst einfach, ne?
Jetzt gehen hier die ganzen Fackeln hoch. Ja, als wäre ich hier bei irgendeinem Konzert oder so ein Scheiß, ey. Ist keine Live-Veranstaltung, Kollegen. Ja, das wissen die wahrscheinlich auch nicht. Da spawnen die Penner schon. Alter, was war denn das jetzt? Was war das? Ich weiß, was es war. Da kommt der Orb. Okay, wie soll ich denn da jetzt rumschnetzeln? Okay, da kommt der nächste Orb. Okay, gegen den Orb habe ich ja nichts, aber wenn die ihr scheiß Ritual da durchziehen, da habe ich was gegen. Okay, ich konnte jetzt nur einen und der hat sich, glaube ich, direkt auch wieder hochgeheilt. Also ich habe wirklich keinen blassen Dunst. Da ist der Blau und da kommt der Orb gleich. Okay, jetzt fängt gleich die Curse-Scheiße wieder an. Also ich Oh, ich verstehe echt nicht. Der Orb. Puh, das war gut, dass das daneben ging. Hätte mich fast umgebracht. Es sind schon wieder so arschviele hier. Der heilt sich andauernd hoch, der Bastard. Glaube ich zumindest. Jetzt habe ich ihm wirklich ordentlich Schaden gemacht. Ja, der heilt sich gerade. Aber wie? Alter, krass. Ich glaube, wenn einer von denen chartet oder so, heilt er sich. Da müsste ich mir was gegen machen. Wow, 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 wow. Okay, die machen jetzt wieder einen Orb. Wow. Der mich auch trifft. Dann machen sie diese Scheiße wieder. Das Schwert beidseitig zu nehmen, ist, glaube ich, echt eine sehr gute Idee gewesen. Fuck, da kommt der Orb. Jetzt tötet, wenn er mich trifft. Was? Ich bin noch. Hallo? Der war nicht mal ansatzweise an meiner Hitbox. Aber nicht mal im Ansatz. Bitte? Ist das dein Ernst?
Also, das, nee, das akzeptiere ich irgendwie nicht. Sorry, aber da war nicht mal ein Ansatz an mir dran. Das war echt ein extremer Hitbox-Fehler. Leute. Huch, das war ein Fehler von mir. Ich verschwende eh die meisten meiner Estus-Flasks. Weil ich sie nicht zum kompletten, also die komplette Heilung, die die machen, kriege ich eh nicht mit. Von daher ist das eigentlich sogar egal. Ich könnte eigentlich, habe ich den Ring eigentlich wieder angezogen? Ne, Flintsring. Er macht zwar nicht so viel, hallo? Nicht so viel Bonusschaden jetzt, aber das wird schon so gehen. Also es ist mein, zumindest ein bisschen Bonusschaden. Egal wie viel Bonusschaden. Bonusschaden ist eigentlich immer gut. Aber er hat sich nicht geheilt dieses Mal, ne? Also ich komme immer besser mit dem Fight klar auf jeden Fall. Das ist schon mal ein guter Pluspunkt. Muss noch gucken, dass ich meine Seelen bitte wieder kriege. Weil das war schon ein kleines Sümmchen. Okay, nächster von euch. Huyakasha? Da vorne. Wow. Jetzt sollte man eine Estus nehmen. So, dann habe ich wenigstens nicht unbedingt irgendwie Estus verschwendet, grob. Ja, ich verschwende ja gerne mal grob fahrlässig Estus, das merkt man ja. Weil ich nicht genügend Vigor habe. Sorry, nicht Vigor, sondern Vitality. Oh, um genügend Hits von denen abzufangen. Das wäre vielleicht echt besser gewesen, wenn ich als Depraved angefangen hätte. Okay, der lebt, glaube ich, echt noch, wenn er so umfällt. Das finde ich nicht gut. Jetzt kommen die Jungs wieder. Okay. Nervnickel. Was waren das schon wieder? Gut, dass ich mich vollgehalten habe vorher, weil ich war mir sicher, dass das wieder daneben geht. Jetzt charmen die da hinten wieder. Das muss unterbunden werden. Okay, diesmal hat er mich nicht getroffen, wie auch immer. Okay, diese fetten Viecher sind ja relativ lustig, wenn die umfallen. Upsi du. Aber gut zu wissen, dass man den noch unterbrechen kann. Okay, das war nicht so gut. Okay, so langsam komme ich, wie gesagt, hinter die Taktik von dem Fight. Die erste Regel ist natürlich, sich nicht treffen lassen. Kommt der Ball jetzt trotzdem? Nee, ne? Der bricht ab, wenn ich den treffe. Auch das ist gut zu wissen. Ah, okay, der kann heilen.
Nein, ich war doch gerade am Estus trinken. Ach, scheiße. Okay. Ich hab den Fight. Ich hab's eigentlich. So im Kopf hab ich's. Im Kopf hab ich's. Und dann mache ich halt so ganz dämliche Fehler halt. Das wurmt mich ein bisschen, muss ich zugestehen. Weil an sich ist der Fight voll einfach. Ich bin halt einfach nur zu blöd dafür. Beziehungsweise ich mache halt im falschen Moment einen Fehler. Und das ist natürlich ein Problem. Manchmal bin ich ein bisschen greedy. Aber ich glaube, diese blauen Hannisse da auszuschalten, das ist, glaube ich, in der zweiten Phase echt so ein bisschen Prio. Und wenn ich die ausgeschaltet habe, die Hannisse, dann habe ich so das Gefühl, dass es dann nicht mehr, also dann heilt er sich zumindest nicht mehr und dann muss ich einfach nur gucken, dass ich keine großen Fehler mehr mache. Dass ich die Kugel von ihm unterbreche auf jeden Fall. Dass ich die, sobald ein großer von denen chartet. Du! Hey Kollege, heute bist du aber ganz schön fix unterwegs. Eben hat's nicht so Bock drauf. Okay, da hat meine Schwert-Hitbox mich gerade so ein bisschen gerettet vor dem Hieb. Weil der Hieb hätte, huch, mich eigentlich... die fucking Daisy. Das ist wieder einer von den Großen. So. War der falsche. Aber okay. Nicht dran. Close enough, ne? Wie man so schön sagt. Wow. Okay, da bin ich wieder. Ich muss auch an meinem Timing arbeiten fürs Ausweichen. Vielleicht so ein... Wow. Das ist ungut. Ich sollte die nicht so lange chanten lassen. So. Nehmen wir mal abbrechen. Und dann immer schön den Feuerbällen ausweichen. Steht aber noch der fette Blaue leider. Wow, fuck it. Da komme ich nicht ran. Wow. Jetzt haben sie es aber. Genau, einmal voll heilen jetzt. Einfach nur aus Prinzip. Den Hit musste ich kassieren, sonst hätte der noch durchgecastet. Und das muss um jeden Preis verhindert werden. Auch dass diese hier durchcasten. Fuck it. Fuck, da kommt der große Ball!
Das bitte nur nicht. Nur nicht unvorsichtig werden. Alter, geschafft. Small Doll, Soul of the Deacon of the Deep. Alter. Puh. Praise the close range battle, ja. Das kann man so sagen, Digga. Das hat mir jetzt was gebracht. Ist das jetzt irgendwie Aldrich oder so? Puh, Alter. Krass! Auf jeden Fall. Coole Kiste. Sitzt da jetzt Aldrich auf seinem Thron oder muss der erst besiegen oder was? Du bist neu. Ach, ihr seid das! Ja. And we meet again. We spoke before on the Road of Sacrifices. Anri of Astora. I'm well pleased to see you safe. We reached the Cathedral of the Deep, but Aldridge's coffin was empty. The Man-Eater must have left for his true home. The little doll in the empty coffin told me. Aldridge is said to hail from Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron Keep, and so becomes our destination. Okay. Aldridge's honest home is Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fate. A pilgrim told me. Okay. Nichts Neues von dir, also. Kriegen wir nochmal zwei Level hin? Well, very well. Then take nourishment. Yup. Ich will ein bisschen mehr aushalten jetzt. Farewell, may the flame. Weil, seht mal auf unser Live jetzt, das sieht sehr gut aus. Oh. Und dann brauchen wir natürlich nochmal ein paar. Machen wir einfach mal die hier voll. Goodbye. So, jetzt haben wir noch die Doll bekommen. Das wollen wir natürlich uns auch nochmal anschauen, das ist ein Key-Item. Silverwork Doll depicting a young squire. Small silver doll depicting a young squire in the legendary old city of Irithyll, situated in the Boreal Valley. The pontiff, Sullivan, gave this doll to valued subjects so that they might use it to cross the barrier when they return home. Listen carefully, and you can hear it say, "Wherever you go, the moon still sets in Irithyll. Wherever you may be, Irithyll is your home." Ja, eine kleine Silberarbeitpuppe, die einen jungen Knappen zeigt. In der legendären alten Stadt Irithyll, die in dem boreanischen Tal sitzt. Der ja, Pontifex Sullivan hat diese Puppe an seine geschätzten Untertanen gegeben, sodass sie sie benutzen können, um der Barriere zu überschreiten und zurück nach Hause zu kehren. Hörst du genau hin, kannst du ihr sagen hören, wo immer du bist, geht der Mond immer in Irithyll unter. Wo immer du bist, Irithyll ist dein Zuhause. Okay, tight. Jetzt müssen wir natürlich, also, wir gehen mal auf die Thief Mask auf jeden Fall runter. Wir gehen von den Mira-Handschuhen, können wir da noch, gibt's da noch irgendwas, was haben wir denn? 2-1. 1-3. Ich glaube fast, wir bleiben auf den Master-Handschuhen. Und gucken, dass... Oh, da wollte ich gar nicht hin. Nein! Stopp! Gucken, dass wir unseren Schild nochmal kriegen. Ist irgendwie einen, der nicht so viel wiegt und trotzdem 100% hat? Nee, ne? Das hier ist der einzige. Ne, der hat auch 100% des Silver Eagle Shield. Ja gut, das ist, glaube ich, egal. Welchen wir dann nehmen. Der wiegt natürlich eine ganze Menge. Also wir sind bis jetzt eigentlich immer mit dem... Ne, mit dem Crest Shield sind wir gar nicht rumgelaufen. Wir sind mit dem rumgelaufen. Dann nehmen wir mal Crest Shield mit. Oh, kann ich nicht tragen, weil ich 14 Stärke brauche. Okay. Dann nehmen wir einfach die Sellsword-Dinger und dann passt das doch so eigentlich, oder? Meinen Bogen bräuchten wir vielleicht sogar noch. Weiß nicht, wie viel wiegt der Bogen.
der Langbogen, der wiegt eine echt ganze Menge. Das wäre natürlich nicht so gut. Wir brauchen ihn, glaube ich, erstmal nicht. Wenn wir ihn brauchen, dann kann ich ihn immer noch equippen. Aber es sieht auf jeden Fall so ganz gut aus. So, dann sind wir auch schon am Ende unserer Episode. Ne? Und wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.